Wo bekomme ich jetzt den Card? Oh, bitte nicht. Warum? Uff, gibt's hier auch irgendwas gratis, reduziert, mit zwei Augenklappen? Warte, ich kann doch klauen, was ich will, das sieht doch nichts. Willkommen im Prothesenparadies. Unsere Produkte sind unauffällig, hautverträglich und schwer entflammbar. Auf alle Waren 30 Tage Garantie. Wer bist du? Ich bin's, Onkel Freddy. Ich bin's, Onkel Freddy. Bist du nicht? Was soll das heißen? Erkennst du mich nicht? Nein. Stärker nach Zitronenquark. Okay, erwischt. Mein Name ist die Steuerung ist schrecklich und ja, die Grafik ist halt nicht so, auch nicht so schön. Ich bin im Dreiinselreich der führende Experte für anatomische Ersatzteile. Okay, sind Sie blind? Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sind Sie blind? Sehe ich etwa wie ein Blinder aus? Ich weiß nicht. Ja. Die beiden Augenklappen könnten auch der letzte Schrei in der Piratenszene sein. Natürlich bin ich blind. Nach Lilien riecht das Weichei. Tut mir leid. Denk gar nicht darüber nach. Meine anderen Sinne sind dafür umso schärfer. Ich erkenne meine Kunden beispielsweise an ihrem typischen Eingeruch. Ich suche nach einem nasenlosen, diebischen Piraten. Der muss ja hier eigentlich eine Nase gekauft haben, oder? Diebe? Nein. Nasenlose Piraten. Wirklich? Oh ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Seeräuber in der Hitze des Gefechts ihren Riechkolben. Nee, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Hat dieser diebische Pirat, den du suchst, auch einen Namen? Nicht, dass ich wüsste. Oh, das ist zu schade. Hieß er nicht Pete? Selbst wenn ich den Namen des Piraten wüsste, es würde keinen Unterschied machen. Ohne Pongo finde ich nicht einmal die Akte deines Piraten. Wer ist Pongo? Okay. Wiedersehen, riech mal wieder vorbei. Ich boykottiere grundsätzlich alle Gegenstände, die aus gefährdeten Tieren hergestellt werden, die ich nicht selbst erlegt habe. Achso, Elfenbein, Entschuldigung. Meine Hand in einen Korb voller Haken zu stecken, schreit förmlich nach einer Katastrophe. Das ist gar nicht mal so falsch. Ich brauche keinen Korb voller Prothesen. Nee, eine Prothese könnte aber durchaus nützlich sein. Ja, dann nimm doch eine. Du musst ja nicht alles nehmen. Was? Achso, Follow, warum wird es nicht mehr angezeigt? Hä? Was soll ich da jetzt machen? Ich meine, ich finde das cool. Ich hätte gerne eine Palme, eine Banane und einen Affen. Was kommt jetzt? Das ist irgendein Dokument. Ah, da steht ein Name. Gerard S. Topolis. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Das brauche ich nicht. Kann er mir nicht sagen, wie ich das rausholen kann? Nee. Sie erkennen Menschen am Geruch? Normalerweise ist das kein Problem. Aber heute ist meine Nase etwas verstopft. Ich muss mich irgendwo erkältet haben. Deshalb erkenne ich heute nur penetrante Düfte. Wie das Lilienwasser, das du dir offensichtlich literweise ins Gesicht geschüttet hast. Glücklicherweise ist mein Gehör schärfer als ein Kahn voller Piratenschlampen. Also, die Ausdrucksart ist schon grenzwertig. Und hauptsächlich frauenfeindlich. Sorry, wenn ich das so sagen muss.
Was kommt wohl bei 3x Hasi? Die Krankenakte von... Da steht ein Name. Adeline A. Apricot. Jede Menge nutzlose Informationen. Rezepte für Prothesen, Adresse, Telefonnummer, Allergien. Es muss, wenn dann irgendwo, einen Hinweis dafür geben. Warte, ich will noch kurz die Augen klauen. Das ist anscheinend ein echtes Hightech-Karteisystem. Ja, auf jeden Fall. Ich wünschte, sie würden mich nicht alle anstarren. Dann nimm eine raus, dann... Genügend Augäpfel in der Hand, danke. Na gut. Ich brauche also einen Hinweis, wie ich da an die Kartei komme. Sehe ich das wenigstens ansatzweise richtig? Da geht's nicht weiter. Luke Town ist gar nicht so groß, wie der eigentlich gesagt hat. Zumindest komme ich nirgendwo hin. Hallo. Jetzt geh doch hier rein, was ist mit dir? Ich bin so... Siehste. Dieser Brunnen macht mich irgendwie nervös. Oh, mich gar nicht. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Wer sind Sie? Und was suchen Sie in meinem Haus? Der Australier. Zillionär, ich besitze eine Villa und eine Yacht. Affenhüter, Liebes. Da sehe ich mich. Ich bin Guybrush Threepwood, der Liebesgott von Mealy Island. Machen Sie sich nicht lächerlich. Wir sind nur ein heruntergekommener Pirat. Mein Name ist Ozzy. Ich schlafe mit der mit der Gouverneurin. Vor. Heavy Metal Freak. Sind Sie nicht dieser abgedrehte Heavy-Metal-Freak, der auf der Bühne Affen den Kopf abbeißt? Spielen Sie nicht den Idioten, Threepwood? Wer spielt hier? Nun, dann gestatten Sie, dass ich Ihrem eingestaubten Verstand etwas auf die Sprünge helfe. Ozzy Mandrill ist ein Geschäftsmann, ein Kapitalist, ein Immobilienhai. Ja. Ich bin also der zukünftige König der Karibik. Das... Hey, Sie sind doch der Kerl, der die Scamba kaufen wollte. Die Scamba? Das ist nur die Spitze des Erdferkels. Ich werde die ganze Karibik aufkaufen. Hat der einen Schnabeltierteppich? Was haben sie gegen Piraten? Was ist mit all diesen toten Tieren? Sicher sucht er. Ich glaube, der hat das schon gefunden. Aber er verrät's nicht. Ein ziemlich guter Beleidiger. Ich würde es gerne rausfinden. Mein Navigator hat mir erzählt, dass Sie ein ziemlich guter Beleidiger sind. Ziemlich gut? Hören Sie, Freundchen. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass mir durch meine Beleidigungen bereits über 500 feindliche Übernahmen gelungen sind. Habt ihr mal sein Gesicht gesehen? Das ist Beleidigung genug. Der Gewalt meiner schrecklichen Beleidigungen widerstehen kann. Wetten, dass ich besser bin? Ach, wirklich? Mich kann gar nichts beleidigen. Alles über ihre bösartigen Pläne. 1.005.000 Dollar Schein. Okay. Wenn ich gewinne, erzählen Sie mir alles über Ihre bösartigen Pläne. Gut. Und wenn ich gewinne, verlassen Sie augenblicklich mein Haus. Einverstanden. Ist ein guter Deal. Und welches Beleidigungsspiel spielen wir? Bleiben wir bei den Grundlagen. Darf ich das Schwert behalten? Okay, wir müssen uns konzentrieren. Wir wissen alle, das ist ja nicht so geil und ziemlich schwierig. Ich schätze mal, er ist so ein bisschen Endboss. Ach, das ist doch so abgedroschen. All meine Feinde habe ich bis heute vernichtet. Allein heute schickte 12 Männer ins Jenseits. Wie willst du das wissen? Du hast nur 10 Finger. Bleib, wo der Pfeffer wächst. Ich habe keine Ahnung, was du ihm gesagt hast, aber irgendwie fühle ich mich beleidigt. Was zum Teufel soll das heißen? Du hast ganz offensichtlich den Rinderwahnsinn erfunden. Erfunden? Ich habe gar keine Chance, oder?
selber, Didgeridoo. Was spielst du dich so auf? Ich hab nichts, was sich da reimt. Was spielst du dich so auf? Das war keine Beleidigung, oder? Ich habe verloren. Natürlich. Ich konnte ja nicht mal kontern. Dieser Wachvogel macht mir Angst. Oh, ein Wombat. Ich will ein Wombat als Haustier, unbedingt. Komm, wir probieren es nochmal. Was habe ich so für Items? Ich habe ein Taschentuch. Ich habe eine Musikbox. Ein kaputtes Schwert. Warum auch immer habe ich eine Ente. Ein Köder. Das Gouverneurssiegel. Den Brief vom Opa und das war's. Wir haben keine Chance, oder? Was wollen Sie denn jetzt? Ich will sein Bohrum. Wenn ich gut. Ein. Der ist mir einfach überlegen. Okay, dann grübeln wir gleich mal zusammen. Sehr gut. Das Ding ist, ich glaube, wir können gar nicht grübeln. Wir sollen ihn, denke ich, gerade einfach noch nicht besiegen können. Ist jetzt das ist doch so meine Vermutung. Abgedroschen. Das ist dein Ende, du hässlicher Wicht. Soll ich deine Leiche verbrennen oder lieber verscharren? Ha, ich lach mich noch tot über dich, alten Narren. Du bist dümmer als der Aborigine erlaubt. Was zum Teufel soll das heißen? Das ist nicht gut. Was spielst du dich so auf? Was spiel... Was zum Teufel soll das heißen? Ich bin sicher, dass das eine Beleidigung war. Ich weiß nur nicht warum. Du treibst mich in den Wahnsinn. Ich hab nichts zum Kontern. Das ist alles. Du treibst mich in den Wahnsinn... Selber, Didgeridoo. Unfassbar. Ich habe schon wieder verloren. Natürlich. Ich bin unbesiegbar. Und jetzt gehen Sie. Weißt du was? Ich gucke mich hier noch ein bisschen um. Ich will nicht spoilern, schau ich erstmal. Ja, ist glaube ich besser. Ich wollte halt mal gucken, weißt du? Abgesperrt. Und das Ding ist heute wahrscheinlich nicht mehr, weil ich mache nicht mehr so lang. Ich hab schon knapp 8 Stunden Stream hinter mir. Nächstes Wochenende dann. Also wenn du wieder dabei bist, wäre cool. Ich kann immer Hilfe brauchen. Und was ist besser als ein Helfer? Zwei Helfer. Warte, hierfür brauche ich eine Karte. Also, wir können halt nur hierher. Und hier ist aber, weiß Gott, nicht so viel los. Da ist der Knast. Was haben wir hier hinten? Wer bist du? Das ist ein ästhetisch ungemein ansprechender Brunnen. Doch. Ja, ich finde ihn sehr schön. Das stimmt. Einen wunderschönen guten Tag, Brittany. Oh, hi. Warum hören Sie sich an wie eine Herzkranke? Ich würde mich sehr freuen. Oh, tut mir leid. Tut mir leid, dass Sie Ihren Job verloren haben. Keine Ahnung, wer Sie... Gerichtsräume? Kann ich noch ein Konto eröffnen? Tja, ich muss männliche Dinge kümmern. Tut mir leid, dass Sie Ihren Job verloren haben. Ach, das ist schon in Ordnung. Ich habe nie gern in der Bank gearbeitet. Ich wollte eigentlich schon immer ins Showbusiness. Naja, jetzt bist du in dem Stream. Du bist gerade live. Ins Showbusiness? Ich gönn's dir richtig. Ich wollte schon immer Sängerin werden. Mit eigenen Background-Tänzern. Nicht mit der Stimme. Ich bin unbegabt und habe keine Erfahrung. Aber ich bin sicher, mit der richtigen Einstellung kann mich niemand aufhalten. Außer ein Gehörsturz. Das fürchte ich auch. Wir könnten ja gemeinsam eine Nummer einstudieren. Hm,
Zissel, das ist keine gute Idee. Ich suche eher nach einem... Piraten? Cool. Ich bin Pirat. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit dann in einer Bank? Von irgendwas musste ich ja leben, während ich meine Karriere vorbereitete. Ich schätze, mir hat nur der letzte Kick gefehlt. Ich war zu sehr in die Finanzwelt eingebunden. Na dann, viel Glück. Ja. Konto öffnen? Kann ich noch ein Konto eröffnen? Guter Witz, Mr. Threepwood. Ich habe nichts mehr mit der Bank zu tun. Aber warum eigentlich? Tja, ich muss mich jetzt um einige wirklich männliche Dinge kümmern. Ist denn? Weil so im Großen und Ganzen, sie hatte ja mit dem Überfall auf die Bank trotzdem nichts zu tun. Also sie kann ja nichts dafür. Warum arbeitet sie dann jetzt nicht mehr und was ist das da hinten? Aus der Stöcke? Man kann nie genug Stöcke haben. Habe ich schon immer gesagt. Haus der Wohlgerüche. Warte, sorry, ich muss erst... Freddy, wo ist mein neuer Wanderstab? Ich habe ihn hier, Mr. Mandrill. Ach, die Bank ist geschlossen. Ein neuer Spazierstock. Ich wollte gerade raus. Eine exakte Nachbildung Ihres alten Stocks. Das will ich hoffen. Ansonsten kaufe ich deine Muckelbude auf und baue etwas Sinnvolles. Zum Beispiel eine öffentliche Toilette. Soll ich ihn auf die Rechnung setzen, Mr. Mandrill? Was dachten Sie? Ich dachte, er ist so reich. Ja, ich wollte doch nur rauslaufen. Wissen Sie, wenn ich kein friedliebender Mensch wäre, dann würde ich diesem Snob den Schädel einschlagen. Ich würde es so gern tun. Und ich würde erst aufhören, wenn sein Hirn über meinen rustikalen, handpolierten Hartholzboden spritzt. Boah, das klingt so gut. Das klingt so gut. Ja. Aber Sie sind ein friedliebender Mensch, stimmt's? Ja. Ich habe nämlich gerade noch was anderes gesehen, was durchaus interessant ist und ich vergesse das sonst. Nein, hör doch! Hör doch auf mit der Scheiße! Kein Mensch hat gesagt, dass du da rein sollst! Wohlgerüche? Hey, hör auf! Wie läuft die Spritzerei, Kumpel? Zitronenkuchen oder sowas war das, ne? Wohlgerüche, wo zarte Düfte von exotischen Orten sie in die Welt der Liebe und der Sinnlichkeit entführen. Mein Name ist Hugo. Hugo Boss? Ich bin ein staatlich anerkannter Dufttherapeut. Ja. Kann Hugo sie für eines unserer edlen Parfums, Deodorants oder Aftershaves begeistern? Mal sehen. Seit wann verhüllt ich brauche Piraten was ganz Bestimmtes, ne? Hugo ist kein Pirat. Hugo ist ein braver Bürger. Er leistet einen wichtigen Beitrag. Und warum redet Hugo in der dritten Person von sich? Aha. Was ist das für ein penetranter Gestank, den Sie da auf ahnungslose Passanten sprühen? Das ist unsere neueste Kreation. Oh, de Le Chac. Wer will denn bitte riechen wie Le Chac? Oh, der Duft ist bei den Touristen sehr beliebt. Sie saugen sozusagen den ganzen Mythos mit sich auf. Aber Le Chac stank wie ein verfaulter Zombie. Wir bevorzugen den Ausdruck erdig. Obwohl eher gammlig. Ich rieche später nochmal vorbei. Danke für Ihren Besuch. Ich dachte, ich krieg hier was für den Prothesenheim. Puh, dieser Stand riecht schlimmer als der Duftbaum in meinem Arbeitszimmer. Sei froh, dass dieses Spiel keine Duftausgabe unterstützt. Ich habe keinen Duftbaum. Ich schwöre. Dieses Parfum hat ein hübsches Schleifchen. Oh, das ist unser neues Zuckerstangenparfum. Nein. Es riecht angenehm und ist essbar. Es ist eine Flüssigkeit. Wie? Ein schöner Blauton. Das ist der Duft der weiten See in einer Flasche. Ja, das finde ich cool. Ein Fläschchen Parfum. Ja. Zerstäuber. Oh, zeig mir doch mal den Zerstäuber. Jede Menge leere Parfumzerstäuber.
Der kann sicher einen entbehren. Ich habe ein paar Feuerentstäuber, ne? Falls wir nochmal Inventar durchgehen wollen. Aber ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Hey, hör auf! Lass den Scheiß, Mann, ich bin frisch geduscht. Dann würde ich sagen, ich stelle mich hier hin. Da sehen wir am affigsten aus. Und wie immer schicke ich euch den Endscreen, noch ein bisschen Musik und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haltet die Ohren steif, gute Nacht und ja, bis bald. Natürlich für YouTube auch. Na, ciao, ciao. Nee. Was? So, jetzt. Jetzt sage ich Tschüss. Bis bald.